Die Nordsee ist ein Meer mit vielen Facetten. Ihre Küsten sind uns vertraut und doch birgt die Nordsee noch viele Geheimnisse über und unter Wasser. Austernfischer und Seehunde treffen sich auf den Sandbänken. Bei Ebbe gewährt das Wattenmeer einen Einblick in seine Lebensfülle. Bei Sturm zeigt sie sich von einer anderen Seite. Wind und Wellen setzen den Inseln zu und tragen den Boden ab. Von den Salzwiesen auf den Halligen bis zu den Felsklippen von Helgoland. Die Nordsee ernährt zahllose Seevögel, die hier brüten. Während die Zahl der Hummer immer weiter zurückgeht, kehren die seltenen Kegelrobben wieder in deutsche Gewässer zurück. Die Nordsee, nicht nur Urlaubsparadies, sondern ein dynamischer und faszinierender Lebensraum für eine Vielzahl von Arten. Obwohl die mit durchschnittlich 94 Metern Wassertiefe recht flache Nordsee auf den ersten Blick nur aus Schlick und Sand besteht, ist sie eine der biologisch produktivsten Meeresregionen der Erde. Relativ warme Meeresströmungen aus dem Nordatlantik vermischen sich mit dem mit Nährstoff beladenen Süßwasser aus den Flüssen und bilden so gute Voraussetzungen für das Wachstum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Muscheln, tierisches Plankton, Fischlarven und Krebse ernähren sich von dem reichlich vorhandenen kleineren Algen. Und das Wattenmeer ist der Inbegriff der Nordsee. Das periodisch wiederkehrende Niedrigwasser legt Sand und Schlick frei, soweit das Auge reicht. Eine einzigartige Landschaft, die inzwischen als Weltnaturerbe anerkannt wurde. Die Nordsee hat noch mehr Lebensräume zu bieten. Seegraswiesen, Kelbwälder, Muschelriffe und sogar Kaltwasser-Korallenriffe vor der norwegischen Küste. Um diese ganze Artenvielfalt zu erhalten und vor Gefahren zu schützen, wurde eine Reihe von Schutzgebieten ausgewiesen. Die Nordsee ist ein relativ flaches Meer, das am Rande des nordöstlichen Atlantik liegt. Sie ist im Süden, Osten und Nordwesten von Landmassen begrenzt. Nach Norden hin öffnet sie sich trichterförmig zum Nordostatlantik. Der Ärmelkanal stellt eine weitere Verbindung zum Atlantik dar, während die Nordseeausläufer Skagerrak und Kattegat die Nordsee mit der Ostsee verbinden. Nach der Definition der OSPAR, einem internationalen Abkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantik, gehören England, Schottland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, die Niederlande, Belgien und Frankreich zu den Anrainerstaaten. Das Meer liegt klimatisch in den gemäßigten Breiten. Das Klima wird vorrangig von dem warmen Wasser des Atlantik und von westlichen Winden geprägt, die regelmäßig Tiefdruckgebiete von Island mit sich führen. Das Nordseeklima ist daher geprägt durch starke Schwankungen in Windstärke und Richtung, durch eine generell starke Wolkenbedeckung und durch verhältnismäßig hohe Niederschläge. Die zahlreichen Flüsse, die in die Nordsee münden, tragen unentwegt große Mengen an Süßwasser, Treibgut und gelösten Stoffen in das Meer. Die fünf großen Süßwasserzuflüsse sind Rhein-Maas, Elbe, Glomma, Isselmeer und die Weser. Die meisten Schadstoffe stammen aus Quellen an Land und werden über die Flüsse transportiert. Dabei ist das Einzugsgebiet der in die Nordsee mündenden Flüsse größer als die Nordsee selbst. Das aus der Ostsee in die Nordsee strömende Wasser hat einen geringen Salzgehalt und trägt zusätzlich zur Verschmutzung der Nordsee bei.
Die Nordsee wird generell in die flache südliche Nordsee, die Zentralnordsee, die nördliche Nordsee und die norwegische Rinne mit dem Übergang Skagerrak unterteilt. In der südlichen Nordsee geht der Ärmelkanal in die Straße von Dover über. Die Southern Bight liegt vor der niederländischen und belgischen Küste, die Deutsche Bucht inklusive der Helgoländer Bucht vor der deutschen Küste. Das Flachwassergebiet der Doggerbank begrenzt die Deutsche Bucht hin zur Zentralnordsee. Das Wattenmeer zieht sich an der südlichen Küste von Den Helder in den Niederlanden nahezu die gesamte deutsche Nordseeküste entlang bis Esbjerg in Dänemark. Die Flachwasserzone Doggerbank ist etwa halb so groß wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 Metern bis zu höchstens 20 Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang berühmt und bei Stürmen brechen hier sogar häufiger die Wellen. Die norwegische Rinne ist durchschnittlich 250 bis 300 Meter tief, wird am Übergang zum Skagerrak bis zu 725 Meter tief und spielt eine wichtige Rolle beim Wasseraustausch mit Ostsee und Atlantik. Entlang der norwegischen Rinne fließt der norwegische Strom, über den der größte Teil des Nordseewassers in den Atlantik fließt. Ebenso fließt hier ein Großteil des aus der Ostsee stammenden Wassers nach Norden. In der Zentralnordsee, etwa 200 Kilometer östlich der schottischen Stadt Dundee, finden sich in Devil's Hole weitere Gräben. Die wenige Kilometer langen Gräben gehen in eine Umgebung, die etwa 90 Meter Wassertiefe hat, auf 230 Meter hinunter. Sturmfluten gefährden besonders die Küsten der Niederlande, Belgiens, Deutschlands und Dänemarks. Diese sind relativ flach, sodass bereits eine relativ geringe Erhöhung des Wasserstandes ausreicht, um weite Landstriche unter Wasser zu setzen. Im Laufe der Geschichte kosteten Sturmfluten Hunderttausenden Menschen das Leben. Diese Fluten formten maßgeblich die heutige Küstengestalt mit. Bis in die frühe Neuzeit hinein lagen die Opferzahlen oft bei mehreren 10.000 oder gar 100.000 Opfern pro Flut. Seit etwas über 100 Jahren wird an der südlichen Nordseeküste Fischfang in kommerziellem Ausmaß praktiziert. Fischfang in der Nordsee konzentriert sich auch heute noch auf den südlichen Teil und die Küstengewässer, wobei vor allem mit Grundschleppnetzen gearbeitet wird. Durch stetige technische Weiterentwicklung dehnten sich die Fangmengen bis in die 1980er Jahre beständig aus, bis sie mit etwa 3 Millionen Tonnen pro Jahr einen Höchststand erreichten. Seitdem ging die Fangmenge zurück. Heute werden etwa 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr gewonnen, aber mit teilweise erheblichen Unterschieden in den einzelnen Jahren. Vom angelandeten Fisch wird etwa die Hälfte zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet. Zu den wichtigsten gefangenen Fischen gehören Makrele, Kabeljau, Schellfisch, Wittling, Seelachs, Scholle und Zungen. Eine der bekanntesten und bei Urlaubern beliebtesten Inseln ist Sylt. Die Insel erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Bekannt ist die nördlichste deutsche Insel vor allem für ihre touristisch bedeutenden Kurorte Westerland, Kampen und Wenningstedt sowie für den knapp 40 Kilometer langen Weststrand. Sylt ist mit 99,14 Quadratkilometern die viertgrößte Insel Deutschlands und die größte deutsche Nordseeinsel. Sylt liegt zwischen 9 und 16 Kilometer vor der Küste des Festlandes, mit dem sie über den 11 Kilometer langen Hindenburgdamm verbunden ist. Die Insel erstreckt sich über 38 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und ist im Norden, am Königshafen bei List, nur etwa 320 Meter breit. An ihrer breitesten Stelle, von Westerland im Westen bis zur Nössespitze bei Morsum im Osten, misst sie 12,6 Kilometer. Die Insel Amrum liegt südlich von Sylt, hat eine Größe von etwa 20 Quadratkilometern und ist damit die zehntgrößte Insel Deutschlands.
Sie gehört neben Sylt und Föhr zu den drei nordfriesischen Geestkerninseln. Der Geestkern von Amrum ist etwa 6 Kilometer lang und ungefähr 2,5 Kilometer breit. Die fünf Orte der Insel liegen überwiegend im Osten. Von Nord nach Süd: Amrum, Nebel, Süddorf, Steenodde und Wittdün auf Amrum. Auf dem Geestrücken findet man ausgedehnte Wald- und Heidegebiete, die im Wesentlichen einen Streifen in Nord-Süd-Richtung bilden. Nördlich von Norddorf liegt die Norddorfer Marsch. Zwischen Steenodde und Wittdün befindet sich ein weiteres kleines Marschgebiet. Beide Gebiete werden durch Deiche vor Überflutungen geschützt. Bei Niedrigwasser ist es möglich, die Nachbarinsel Föhr durch eine Wattwanderung zu erreichen. Zählen Sylt und Amrum zu den nordfriesischen Inseln, so gehört Norderney zu den ostfriesischen Inseln, die im Nordwesten Deutschlands in der Deutschen Bucht nahezu auf Meeresspiegel liegen. Die sieben bewohnten Inseln und die fünf unbewohnten größeren Sandbänke, Sandplatten und Hochsände sind dem Festland des Bundeslandes Niedersachsen vor der Küste der Region Ostfriesland vorgelagert. Norderney erstreckt sich bei einer Gesamtfläche von 26 Quadratkilometern in einer Länge von rund 14 Kilometern in Ost-West-Richtung. An den breitesten Stellen am Westkopf und in der Inselmitte dehnt sich die Insel bis zu 2,5 Kilometer in Nord-Süd-Richtung aus. Ob Küste, Insel oder Hallig, die Nordsee ist heute vor allem eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Und das zu Recht. Wassersport, Wandern, Angeln und Radtouren machen es jedem möglich, diese faszinierende Landschaft selbst zu entdecken.